Well, two of Germany's more experienced midfielders, Lina Muggel and Sarah Dehrbrits, over this set piece, the left foot, right foot option. But it's Muggel. Oh! Stunning, stunning free kick from a classy midfielder, Lina Muggel, with a touch of top draw quality from the set piece. No chance for Robot there at Germany level. Oh, what a finish. A magician of a player. Lifts it up, but got great pace on it. Hits the underside of the bar. Robot can't do anything about that. But it's about the lead up to that. And it wasn't the first time in the first half. England turning over the ball down their right-hand side and Germany countering through ball. And Schuler certainly showing her qualities to get the free kick. Ja, Muggel, bin 27 Jahre alt. Bei der EM dabei zu sein, bedeutet für mich persönlich ganz, ganz viel, weil das einfach ja, mein innerer Antrieb ist, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen und auch an großen Turnieren teilzunehmen und auch dann einfach einen Titel zu holen. Abschluss mit links. Ähnliche Situation haben wir vor ein paar Minuten erlebt. Und Marujan steht diesmal nicht bereit. Aber die anderen beiden. Muggel, Dehrbrits. Muggel, der ist gefährlicher. Und der passt. 28. Minute, 2-0 für Deutschland. So muss der kommen. Ganz präzise über die Mauer hinweg. Keine Chance für Katharina Samson im ukrainischen Tor. Lina Muggel im Nationaldress. Feel for McCabe there, but it's just a smart attacking play from Hoots, and now a chance for Germany to take the lead. Muggel, who has 13 goals already in 45 appearances for the German national side, has a chance to take her tally to 14 now and keep Germany's fantastic goal scoring run going here in the group stage. And that's a fantastic folgt mal heute bei ihrem 100. Werder-Spiel in der Mauer und schaut nur hinterher, genauso wie Kira Witte, wie der Ball im Tor einschlägt. 2-0, 16. Minute und es ist der zweite Saisontreffer von Lina Muggel. Ein klasse Freistoß ins... Hallo! Zu meinem Dutt-Tutorial. Ja, ich habe jetzt schon ganz oft gehört, dass mich viele gefragt haben, hey Lina, wie machst du dein Dutt? Ja, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach mal ein Tutorial dazu. Genau, jetzt gerade habe ich ja schon den perfekten Dutt eigentlich. Aber um euch das zu zeigen, zerstöre ich den jetzt mal gerade. Oh, sitzen jetzt so gerade auch mega perfekt. Die Haare. Genau. Und dann funktioniert das meistens so, dass ich mir ein bisschen Wasser auf die Hände spritze. Dann mache ich hier mir ein bisschen Wasser in die Haare.
Genau. Und dann sieht das Ganze so aus, dass ich den Kopf runtergehe. Dann packe ich mir einfach alle Haare. Alle Haare. Und binde einfach das Haargummi, zweifaches Haargummi, um die Haare. Ja, da gibt es eigentlich gar keine genaue Beschreibung für. Ich packe mir die einfach alle und binde die dann halt so zusammen. Perfekt! Kommt auch nicht immer vor, dass es gleich mit dem ersten Mal so gut funktioniert. Aber das muss halt einfach jetzt daran liegen, dass ich ja, euch das zeige und genau, das funktioniert einfach direkt. Und wenn ich möchte, dann hole ich hier einfach noch aus den Seiten ein paar Haare raus und mache die dann so hinter das Ohr. Genau, ganz toll. Ja, also liebe Freunde, das war mein Tutorial für den perfekten... Happy birthday to you, happy birthday, liebe Lino. Hey, happy birthday to you, all sorts of labor. Du hast Geburtstag. Du hast Geburtstag.